Solltest du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die im Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Ja, ruf mich an. Und damit ein herzliches Hallo zu Pokémon Leuchtende Perle. Und hier erschreckt uns auch schon ein Ninja. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo man uns am wenigsten erwartet. Sogar auf dem Klo. Ja, los jetzt, Ninja. Der Lionel Messi fordert mich heraus. Er beginnt mit einem Klibunkel. Na, mal schauen, ob das was wird. Ich starte mit Pachirisu. Das geht auch klar, würde ich sagen. Normal effektiv und der Schaufler sehr effektiv, ja. Na, mal schauen, wie viel Schaden das anrichtet. Da kann das Klibunkel nichts mehr sagen. Hat nichts mehr zu melden. Ja, Pachirisu, du machst das gut. Da ist das erste Pokémon auch schon besiegt. Mal schauen, was der Lionel noch zu bieten hat. Ein Golbat. Ja, das ist doch für Elektro sehr gut. Sehr empfänglich, würde ich sagen. Achso, die AP sind noch leer. Scheiße. Muss ich auf Wangenrubbler ausweichen? Ja. Wenigstens paralysiert. Das ist ja schon mal was. Oh, du erstaunst mich, Golbat. Ja, der Wangenrubbler wird noch nicht reichen. Da muss noch eine dritte Runde herhalten. Leider, das zieht es wieder mal in die Länge hier. Weil kein Pokémon-Center in der Nähe ist. Aber wir sind doch bald in Elysis. Da sollen wir hin. Cynthia hat uns den Talisman gegeben, den wir ihrer Oma geben sollen. Den Talisman hänge ich mir einfach selbst um den Hals. Ponyta auf 36. Na, sehr schön. Eine unerwartete Niederlage war das für mich. Verdammt. Jetzt kann ich an das Item, ein Rauchball. Was macht der? Gleich nochmal nachschauen. Wird bei den normalen... Hier, Rauchball. Ein Pokémon kann dieses Item tragen. Es ermöglicht die garantierte Flucht aus einem Kampf mit einem wilden Pokémon. Ja, brauche ich jetzt nicht so... Die Flucht klappt auch meistens so. Mit dir habe ich schon, ne? Genau. Mit dir hatte ich bereits das Vergnügen. Und hier wartet noch ein Veteran. Denn so einen Jungspund werde ich sicher nicht den Kürzeren ziehen, dass du klar siehst. Na dann zeig doch mal her. Der Andro. Andro mit großen Worten. Ja, leider ist der Funkensprung immer noch nicht aufgefüllt, sonst wäre das jetzt ein leichtes. Schau mal, vielleicht kann ich... Habe ich noch was anderes? Du bist paralysiert. Ja, naja, nicht wirklich. Mascha gehört gar nicht ins Team, habe ich gerade gesehen. Ah, bleibe ich auf Wangenrubbler. Vielleicht macht es ja guten Schaden. Ja, ist okay. Ist okay, brauche ich dann nur noch eine zweite Runde. Das nehme ich gerne mit. Drei Pokémon hat er aber. Ah. Der Andro. Nochmal Wasser oder hast du was anderes? Girafarig. Da weiß ich gleich gar nicht den Typ. Ja, normal effektiv alles. Na, zeig mal her, was Wangenrubbler abzieht. Das sieht aber schlecht aus. Pachirisu, was ist los mit dir? Mach doch mal gefälligst ordentlichen Schaden. Er wird normal sein, ne? Oder? Ich schick mal was anderes ins Rennen.
Ja, Unlicht, das geht doch gut. Nehme ich. Komm, Braunfugil, an den Start mit dir. Jetzt zeig mal, was du auf dem Kasten hast. Ja, Psycho geht. Das stecke ich weg. Ich bin zwar schneller, aber Gegenstoß sollte trotzdem gut Schaden machen. Ja, na, es hat für den Kill nicht gereicht. Das ist aber ärgerlich. Ja, lohnt sich halt, wenn das gegnerische Pokémon zuerst angreift, besonders. Da muss das gegnerische Pokémon zuerst an mir Schaden machen, dann ist der Schaden doppelt so groß. Gab aber gute Erfahrungspunkte. Maschok, ja, dich vernasche ich auch gleich noch. Mit dem Psystrahl. Ja, das regelt. Kannst du einpacken. Das war's dann auch mit dem Andro. Und das erste Pokémon auf Level 40. Pachirisu. Willkommen im 40er Club. Oh, die Energie der Jugend versetzt mich immer wieder ins Staunen. Da geht mir einer ab. Ja, Andro, komm mal klar. Komm mal klar darauf. Ich nehm jetzt noch die Bären mit. Und dann ist gut hier. Dann müsste doch Elysis bald mal kommen. Haben doch schon jetzt gegen so viele Trainer hier auf der Route gekämpft. Ist doch langsam mal gut. Gauwebeere natürlich auch mit in den Rucksack. Und zu guter Letzt zwei Wikibären. Von Wiki und die starken Männer. Route 210 war das übrigens. Gibt es hier noch was anderes als die Pokémon, die ich schon gesehen habe? Zeig mal her. Oh, Mediti, das habe ich glaube ich noch gar nicht gefangen. Ist mir zumindest nicht in Erinnerung. Doch, ich habe es schon gefangen. Schade. Ja, dann gehe ich weiter. Was? Ich habe mich noch nicht mal richtig bewegt, Bidifass. Was soll das? Ich will einfach nur weiterkommen. Naja, bleibt ja nichts anderes als die Flucht. Und da sind wir auch schon in Elysis. Besuche ich natürlich erstmal das Pokémon Center. Damit meine Pokémon wieder fit werden. Durch die Hand von Schwester Joy. Ja, und dann packe ich Maschok. Das wollte ich vorhin machen. Das packe ich jetzt gleich mal auf die Box. Denn das gehört nicht in mein Team. Ja, hier. Auf die Box mit dir. Ach, nicht mit Mobile tauschen, Gottes Willen. Muss ich nochmal auf die Box zugreifen. So, jetzt aber. Genau. Was führt dich an einen Ort wie diesen, der so weit vom Rest der Welt entfernt liegt? Hier gibt es doch nichts zu sehen, außer ein paar verwitterten Pokémon-Reliefs. Dieser Ort soll bereits seit der Entstehung sinnlos existieren. Ist das nicht geil? Oh, das ist aber interessant. Zeig mir mal bitte eben dein Pokémon. Da besteht ja absolut kein Zweifel. Es mag dich wirklich sehr. Hier, das ist für dich. Mit dem Superball kannst du super Pokémon fangen, ja? Das ist der Schlüssel zum Sieg. Na, danke schön. Den Superball nehme ich doch gerne mit. Wird mir auf meiner Reise sicherlich noch helfen können. Ja, sonst gibt es hier bestimmt keine weiteren NPCs im Pokémon Center. Ja, nein, alles leer. Wie in fast jedem Pokémon Center. Dann kann ich jetzt die Stadt erkunden. Die Oma von Cynthia müssen wir suchen. Und hier haben wir erstmal einen netten Nein, hier steht nur das Schild. Warum kommt jetzt hier kein Bild der Stadt? Was ist doch sonst?
Da steht ein seltsamer Typ vor den Ruinen. Der aussieht wie ein Astronaut. Bei den Ruinen gibt es aber nichts Besonderes und das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat vielleicht Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesem Möchtegern-Astronauten zusammen mit meinem Pokémon eine ordentliche Lektion erteilen. Aber so ziehe ich ihm einfach nur an den Löffeln rum. Ja, ein Astronaut. Den gucke ich mir dann später noch an. Ich gehe jetzt erstmal weiter die Stadt erkunden. Hey, weißt du eigentlich, was man sich über Sinnoh erzählt? Offenbar soll einst die Pokémon diese Region erschaffen haben. Die Pokémon haben diese Region erschaffen, ja. Interessant zu wissen. Ein Bonaira und ein Karate Kid? Ich muss mich am Riemen reißen und unablässig trainieren. Da darf Zeit keine Rolle spielen. Daher habe ich auch keine Verwendung mehr für Uhren. Hier, das schenke ich dir. Die Analoguhr? Ja, danke schön. Nehme ich doch. Ist gekauft. Hier geht's dann schon auf die nächste Route. Ja, die kommt später. Erstmal in Elysis. Was ist denn hier? Setzt man eine Brille auf, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Und nimmt man eine Brille ab, erscheint die Welt wieder ganz anders. Denk mal drüber nach, ja? Möchtest du dem Pokémon auch eine andere Sicht auf die Welt ermöglichen? Du erhältst eine Schattenbrille von mir. Damit siehst du alle Schatten. Tagsüber ist das Sonnenlicht sehr grell. Wie wäre es mit einer Schattenbrille? Ja, danke schön. Was macht die Schattenbrille? Ein Item zum Tragen, eine dunkle Brille, die Attacken vom Typ Unlicht verstärkt. Ja, danke schön, nehme ich. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ach, das ist wohl der... Das ist hier der Supermarkt. Supertränke habe ich noch, Beleber auch. Superschutz würde ich mal noch ein paar mitnehmen. Das würde ich sagen, reicht dann aber. Vielleicht noch Hyperheiler, hatte ich da geguckt. Gibt's gar nicht. Warum habt ihr das nicht? Seid ihr verrückt? Was hat der Opa zu sagen? Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ah, du verkaufst Bälle. Ja, ich nehme mal noch Timerball mit. 3 Stück. Falls der Kampf in unerwartete Länge gezogen wird... So, dann steht hier eine Ast-Trainerin, die aber nicht kämpfen möchte. Hier am Ort gibt es leider keinen Pokémon-Supermarkt. Stattdessen kannst du in diesem Haus, in diesem schäbigen Haus hier Items kaufen und verkaufen. Aber lass dich bitte nicht über den Tisch ziehen. Ja, die haben mich schon über den Tisch gezogen mit Wucherpreisen. Woher kommst du? Zweiblattdorf, sagst du. Ist es nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei das Zuhause von Vesprit, dem Wesen der Emotionen. Es wacht bestimmt über dich, da bin ich mir ganz sicher. Meine große Schwester studiert die Mythen Sinnohs. Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in der Zeit, als die Mythen entstanden, miteinander gelebt haben. War das damals woanders als heute? Oder war alles genauso, wie wir es aus unseren Tagen kennen? Naja, ist erstmal egal. Ich gehe erstmal Mittagessen. Lass es dir schmecken. Hallo, na, studierst du die Geschichte dieser Region? Nein. Ich sehe mich nur ein bisschen in eurem Dorf um. Hey, wenn ich auf den Kraterberg klettern würde, könnte ich da wohl ganz Sinnoh sehen. Probier's doch aus. Mitten in Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Nirgendwo sonst in dieser Region ist man dem Himmel näher als hier. Probier's ruhig aus, kletter mal rauf auf den Berg. Ja, da bleibt nur noch die Dorfmitte, das Dorfzentrum. Und dann hätten wir schon alles erkundet. Ein Schrein oder wie so etwas in der Art. Hier gibt's nichts. Und hier gibt's wieder nichts. Ja, da bleibt nur der Astronaut.
Dieser schäbige Ort ist vollkommen bedeutungslos. Daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Solltest du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen, werde ich dich ganz einfach mit meinem Kampf-Pokémon-Kampf mit einem Pokémon-Kampf in die Knie zwingen. Na, willst du dich mir immer noch mit mir anlegen? Ja, ich will mich mit dir kloppen. Du magst es also ernsthaft, Team Galaktik herauszufordern. Das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt, nein, mit dem ganzen Universum auf. Du Sau. So, große Worte vom Team Galaktik Rübe. Zwei Pokémon hat er. Ja, da ist er schon mal gut dabei. Papinella. Na, das sollte ich doch besiegen können. Ich bin frisch geheilt. Kadabra an Stelle Nummer 1. Die Schockwelle wird auf jeden Fall regeln können. Genau. Sehr effektiv. Komm, putz das Papinella weg. Das ist dein Frühstück. Und was hast du noch zu bieten? Das große Maul von Team Galaktik. Kliebunkel. Ja, das sollte auch klar gehen. Das sollte definitiv klar gehen mit der Psychokinese. Tiefschlag. Ja, hat jetzt nichts weiter gebracht. Da ist es besiegt. Mach's gut, Kliebunkel. Was? Ich wurde gerade eindeutig besiegt und das auch noch von einem Kind. Ich glaube, der Boss verhaut mich. Das wird mir ja alles viel zu viel. Ich habe schließlich auch nur zwei Hände. Was soll ich denn mit in dieser Einöde? Da verschwinde ich besser. Mach's mal gut. Ja, bis denn und ciao. Jetzt kommt die Oma wieder. Oh, du warst großartig. Was für ein starker Trainer du da bist. Als Älteste von Elysis spreche ich dir hier mit unserem Dank aus. Nanu, dürfte ich mir mal diesen Talisman ansehen, den du da hast, Kindchen? Hey, hör mal auf, in meiner Tasche rumzuwühlen. Was sagst du da? Meine Enkelin Cynthia hat dich gebeten, mir diesen Talisman zu geben. Ja, das hat sie. Das ist richtig. Man stelle sie zu Ehren. Ja, gut, die Hälfte vom Text habe ich verpasst. Auch heute findet man ab und zu noch ein Exemplar davon. Ach ja, wenn du schon mal hier in Elysis bist, warum siehst du dir bei Gelegenheit nicht auch diese Ruinen an? Die sind so geil. Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind folgende Worte in Stein gemeißelt. Unaufhaltsam ist der Fluss der Zeit. Ein Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Die Wand ziert ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben sind die folgenden Worte in Stein gemeißelt. Der Raum erstreckt sich endlos weit, ganz ähnlich unserer geistigen Freiheit. Ja, ist doch ganz schön gemacht hier. Mal schauen, was drinnen los ist. Jede Menge Steinchen liegen hier rum. Und noch ein weiteres Relief. Auf einem Wandabschnitt sind rätselhafte Formen und Zeichen abgebildet. Drei merkwürdige Symbole sind hier wie die Eckpunkte des Dreiecks angeordnet. In der Mitte dieser Anordnung befindet sich etwas Glänzendes. Was hat es wohl damit auf sich? Ich deute diese Malerei folgendermaßen. Das Symbol in der Mitte steht für ein Wesen, das in alten Zeiten hier existierte und so mächtig war, dass man es als Gottheit verehrte. Das mache ich sogar heute noch. Als Gegengewicht stellen sich diesem Wesen drei Pokémon entgegen, hier dargestellt durch Figuren, die wie ein Dreieck angeordnet sind. Diese sollten wohl die Macht jenes Wesens in Schach halten. So will es zumindest eine alte Sage aus Sinnoh, die man sich noch heute hier in Elysis erzählt. Ach ja, ich habe da etwas, das dir vielleicht nützlich sein wird. Die hier gehört meiner Enkelin, aber sie will sie nicht mehr. Die TM95 schenke ich dir. Die ist gratis. Surfer! Na, das klingt doch gut. Die VM Surfer. Damit können wir in unerreichbare Gegenden vordringen. Aber meine Enkelin hat noch etwas anderes über diese Attacke gesagt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du kannst Surfer über die App deines Pockets nutzen. Dafür benötigst du jedoch zuerst den Orden der Arena von Herzhofen. Aber dabei kann ich dir wohl nicht behilflich sein, verstehe ich.
Ich bin schon lange in Rente. Ja, hier die drei legendären Pokémon. Und Surfer. Ja, läuft doch in diesem Part. Wir wurden reich beschenkt, haben gut was an Erfahrung gewonnen. Ah. Offenbar hat sich hier eine unbedeutende Auseinandersetzung zugetragen. Wir sollten alle mal lieber einen Schritt zurücktreten und die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Einen weiter gefassten Blickwinkel, der das Universum einbezieht, um alles im richtigen Maßstab zu sehen. Mein Name ist Cyrus. Ich strebe nach der Kraft, mit der ich eine neue Welt erschaffen kann. Eine Welt ohne Streit und Konflikte, in der alle machen, was ich sage. Hier scheine ich diese Kraft allerdings vergebens zu suchen. Doch sag, haben wir es nicht schon einmal getroffen im Kraterberg? Solltest du etwas über eine Kraft in Erfahrung bringen, die im Zusammenhang mit den Legenden steht, dann lass es mich wissen. Ja, ruf mich an. Denn genau diese Kraft brauche ich, um meine Welt zu erschaffen. Meine eigene Welt. Na sicher, rufe ich dich an. Ich denke jetzt über nichts anderes mehr nach als über Cyrus. Ja, das war's schon mit Elysis. Jetzt wurde angeteasert, dass wir bereits die Arena in Herzhofen machen können. Das ist für Surfer nötig. Aber hier wartet noch Route 211. Und dann kommt man in den Kraterberg hinein. Ja, dann mache ich die Route noch und dann geht's nach Herzhofen. Dann geht's nach Herzhofen, ab in die Arena. Ich will ja noch die Bären mitnehmen. Hier oben warten noch ein paar Kämpfe. Wird aber nicht so viel sein, der Kraterberg ist ja in unmittelbarer Nähe. Wird die Route nicht ganz so groß sein. Ja, Lücken will gelernt sein. Was man nicht alles macht, um an die Bären zu kommen. Sogar die Pürsif-Bären nehme ich mit. Genau. Gibt es hier noch andere Pokémon oder wieder dasselbe? Dasselbe Zeug wie auf der Route 210. Mir scheint es fast so. Mashok ist schon mal am Start. Das habe ich vorhin im letzten Part gefangen. Ja. Bestimmt nichts Spannendes hier. Nein. Immer dasselbe. Nichts Neues. Schade. Kann man nichts machen. Dann kämpfe ich jetzt mal noch mit den Trainern. Und dann geht's nach Herzhofen. Auf geht's, ich kann es kaum erwarten. Und los geht's. Jetzt zeige ich dir den ultimativen Karateschlag. Der Amon mit drei Pokémon. Glibunkel, ja, das haben wir jetzt schon häufig gesehen. Das geht doch klar. Das ist machbar. Ja, Psychokinese regelt das auf jeden Fall. Ja, aber mit Unlicht machst du mir auch ganz schön Schaden, mein Guter. Das war so gar nicht ausgemacht. Und ich sehe gerade, es war auf Level 28. Die Trainer haben ihre Pokémons etwas höher gelevelt als auf den vorherigen Routen. Das ist doch ganz nett. Sogar jetzt auf 29. Es geht endlich ein bisschen bergauf. Aber ich sehe ja gerade, ich bin ja schon auf 38. Ist immer noch ein großer Unterschied. Kann man ja aber nichts machen. Das ist halt so. Und du hast noch eins? Oder war es das? Nein, Mediti noch. Aber das ist auch kein Problem. Das sollte doch Psycho ebenfalls regeln. Ja gut, es ist normal effektiv, aber das wird schon reichen. Na gut, jetzt nicht. Mediti schützt sich nämlich selbst. Dafür knallt sie im nächsten Zug. Umso mehr. Genau, nimm das. Das war's mit Karate Kid Amon. Wieso konnte ich noch nicht gewinnen? Bin ich etwa zu schwach? Ich bin des schwarzen Gürtels wohl noch nicht würdig. Tja... Von ihr noch ein bisschen, dann geht das schon klar. Die Vogelfängerin. Und wo ist der Rattenfänger?
Ich nehme mein Nocto überall mit hin. Nock? Hast du nicht gewonnen? Was ein gewandter Wortwitz. Noctu hast du nicht gewonnen. Ja, Kadabra, komm, du schaffst das. Hat die nur ein Pokémon? Oder ja, die hat nur das Noctu. Schockwelle wird regeln. Aber erst in der zweiten Runde. Denn es hält durch. Der Psycho macht mir nichts. Aber ich bin ja schon wieder ganz schön mitgenommen. Na, nur noch 9 KP. Muss ich da mal ein anderes Pokémon an die Spitze stellen? Dass sich das hier noch ausgeht auf dieser Route, ohne besiegt zu werden. 2 Level-Ups. Kadabra auf 39 und Traunfugil auf 39. Ist doch nett. Ich habe mein Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt, oder? Mehr kann ich einfach nicht. Ja, mal schauen. Wen nehme ich denn jetzt mal an die Spitze des Zuges? Ja. Mal Empoleon. Dich habe ich auch lange nicht kämpfen sehen. Nein, ich brauche hier nichts zu zertrümmern. Kraxeln kann ich eh noch nicht. Hier geht's lang. Wen haben wir denn da? Auf meiner Suche nach Ruinen habe ich einen Trainer entdeckt. Dem muss ich nachgehen. Du bist ein Stalker. Das ist das Beste. Ruinenmaniac Pierre. Mit Bronzel. Das ist doch Stahl, Psycho oder sowas. Könnte ich vielleicht mit... Ja, mit Wasser könnte es schon gehen. Ich probiere erstmal die Wasserdüse. Naja. Die ist jetzt nicht so der Burner. Ja, Stahl nicht sehr effektiv. Lake. Macht das mehr Schaden? Ja, das ist okay. Das nehme ich mit. Haben wir das Bronzel doch schon abgefrühstückt? Direkt Level 39 für Empoleon. Es versucht Whirlpool zu erlernen. Ja, es ist aber wieder... Die finde ich jetzt nicht so geil. Die Attacke hat auch nur 85 Genauigkeit. Da lasse ich das lieber. Mach's gut, Pierre. War ein nettes Kämpfchen mit dir. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um einen starken Trainer handelt. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Ich bin stark. 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 Wirklich? Ja, ich bin stark. Okay, jetzt bin ich bereit. Ah, du hast mich vollkommen erschreckt. Hier, nimm das und hau ab. Ich gebe dir mein ganzes Essensgeld. TM77, ja, und was ist Psycho Plus? Ja, das macht er jetzt. Das macht da auch keinen Schaden, Psycho Plus. Ich schaue nochmal sicherheitshalber nach. Nein, das macht nichts. Hypnotisiert sich selbst, um Statusveränderungen des Ziels zu kopieren. Naja. Oh! Da hat sich ein Ninja versteckt, der kleine Lümmel. Schnelligkeit ist die beste Waffe eines Ninjas. Kannst du mit mir mithalten? Nein, vermutlich nicht. Du bist der Quickie Master, Lars. Mit Pions Cora. Ja, komm, Empoleon, das bekommst du sicherlich gebacken. Normal effektiv, ich gehe gleich mal auf Lake. Genau, one hit. So habe ich das gern. Und Golbat. Ja gut. Ist auch normal effektiv alles. Da bleibe ich bei Lake. Aber es hält sogar durch. Und heilt sich etwas. Kannst du machen. Du bist jetzt trotzdem K.O. Jetzt kommt die geballte Ladung für dich.
Ja, die Attacke sieht jetzt nicht so spektakulär aus, Lake. Aber was will man machen? Kann da nicht alles toll animiert sein, wie ein Feuerrad zum Beispiel? Muss man halt so hinnehmen. Ach nein, hier gibt's doch nichts. Sondern die Wiese von unten. Tipps für Trainer. Selbst Veteranen können sich im Kraterberg verirren. Trainer sollten dabei genügend Items und Medizin dabei haben, wenn sie den Berg in Angriff nehmen. Ja, hier war ich da. War ich ja schon mal. Hier braucht man Stärke. Kann ich das schon einsetzen? Nein. Ein Fluchtseil. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Braucht man Stärke. Dann war's das hier in Elysis. Dann kann ich jetzt schon mal nach Herzhofen fliegen. Ja, Zerschneider. Was will ich denn mit Zerschneider? Ich will fliegen. Nach Herzhofen fliegen. Und dann machen wir am nächsten Party Arena. Dann bin ich für heute raus. Bis dann und tschüss.